Sensation! Wird die GEZ, dieser Beitrag, bald für uns alle, für alle Rentner in Deutschland aufgehoben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, das Thema GEZ beschäftigt uns ja wirklich alle. Ich weiß ganz genau, dass Sie sich oder dass viele von Ihnen sich über die GEZ fürchterlich ärgern und sagen, warum muss ich diesen Zwangsbeitrag überhaupt zahlen? Ich, meine Damen und Herren, ich muss den zweimal zahlen. Einmal für meinen privaten Haushalt und einmal für mein Büro, was ich betreibe, obwohl ich in dem Büro überhaupt kein Empfangsgerät habe, wo ich rechtlichen Rundfunk oder Fernsehen empfangen kann. Meine Damen und Herren, die GEZ-Gebühr bezahlen Sie nur dafür, dass Sie die Möglichkeit haben, etwas zu empfangen. Und das hat ja viele Leute schon richtig mega gestört. Und die GEZ wurde im Jahr 2018 durch das Bundesverfassungsgericht, also diese Gebühr, grundsätzlich für verfassungsgemäß erklärt. Und deshalb hat mich das, was ich Ihnen jetzt sage, doch wirklich mega erfreut. Und ich merke schon ein bisschen auch, dass den Herrschaften vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, von der Heeresführung der ARD, des ZDF, des Westdeutschen Rundfunks, denen wird ein wenig die Knie schlottern vor dem, was jetzt kommt. Meine Damen und Herren, und zwar hat da eine Dame aus Bayern, streitbares Volk, die Bayern, geklagt vor dem Verwaltungsgericht in Bayern. Ich zeige Ihnen das mal. Und diese Klage war für die Dame leider erfolglos. Ja, also wir sehen hier die Vorinstanz VG München, Urteil vom 21.09.2022. Hier das entsprechende Aktenzeichen war für die Dame leider ein bisschen erfolglos. Also nicht ein bisschen, sondern erfolglos. Dann hat sie Berufung eingelegt vor dem Verwaltungsgerichtshof in Bayern. Und dieser Verwaltungsgerichtshof hat auch ihre Berufung abgewiesen. Und hat doch die Dreistigkeit gehabt zu sagen, nö, das ist gar nicht so wichtig, wir lassen die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nicht zu. Und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht, also nicht jetzt, sondern am 23. Mai 2024, Sie sehen es hier, ja, ich bin ja also wirklich begeistert, die Nichtzulassungsbeschwerde der Klägerin angenommen und hat die Revision zugelassen gegen dieses Urteil des VGH. Meine Damen und Herren, und das ist eine Sensation. Sie müssen erst einmal über eine Nichtzulassungsbeschwerde zu dem höchsten deutschen Verwaltungsgericht kommen und die werden sich dann mit zwei elementaren Fragen zu beschäftigen haben. Nämlich, meine Damen und Herren, es wird einmal die Frage zu klären sein, ob der Rundfunkbeitrag, ich zeige es jetzt Ihnen hier auch nochmal in diesem Beitrag, damit man es, sagen wir mal, gut sehen kann, ob der Rundfunkbeitrag finanzverfassungsrechtlich in Wahrheit eine Steuer ist, ja, dass Sie das mal hier sehen. Und zum Zweiten geht es um die ideologische Schlagseite des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, nämlich darum, ob ein generelles, strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufgrund mangelnder Meinungsvielfalt vorliegt. Mindestens solange dieser Missstand nicht gerichtlich geklärt ist, müsse die Beitragspflicht entfallen. Meine Damen und Herren, das ist doch mal eine sensationelle Entwicklung im Rahmen des GEZ Rundfunkgebühren Beitragsrechts. Ja, ein fürchterliches Wort, ich kann es Ihnen nur sagen. Wir können die Hoffnung haben, dass das Bundesverwaltungsgericht auf die Argumentation der Klägerin, deren Nichtzulassungsbeschwerde sensationellerweise vom Bundesverwaltungsgericht zugelassen worden ist, als Revision zugelassen worden ist, dass diese Klägerin mit ihrem Argument wegen der sogenannten des öffentlich-rechtlichen Meinungsdiktates über die Inhalte und so weiter hier durchkommen wird. Ich bin wirklich mega gespannt. Ich sage, wenn hier ein solches Urteil zugunsten der Klägerin gefällt würde, würde das gesamte System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
in sich zusammenbrechen. Der gesamte Rundfunkgebührenbeitrag wäre dann aufgrund des sogenannten öffentlich-rechtlichen Meinungsdiktates dann möglicherweise sogar verfassungswidrig und müsste dann auch zum Ende gekommen. Ob es dann tatsächlich wirklich dazu kommen sollte, dass das Bundesverwaltungsgericht, ich zeige Ihnen das nochmal, hier mit über diesen Beschluss, mit diesem Aktenzeichen dann auch noch eine entsprechende Entscheidung zugunsten für uns alle treffen wird oder zugunsten der Klägerin treffen wird, das ist völlig offen. Sie wissen auch, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr, sehr viele Menschen arbeiten, die eben nicht nur horrende Alterspensionen bekommen, wie die obersten Leute im öffentlich-rechtlichen, die Programmdirektoren oder aber deren Jahresgehälter eben auch ganz normal, wie wir auch alle haben und eben nicht 300.000 Euro und mehr hoch sind. Meine Damen und Herren, ich bin wirklich mega gespannt auf eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Ich kann nur sagen, es ist wirklich eine Sensation. Ich finde es ganz prima, dass das Bundesverwaltungsgericht diese Sache nochmal beleuchtet und wir hier sozusagen ein spannendes Verfahren haben, ob es wirklich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein öffentlich-rechtliches Meinungsdiktat gibt. Und wenn dieses festgestellt würde, ob dann auch der Rundfunkbeitrag dann noch rechtens erhoben werden darf. Ich werde auf jeden Fall zu diesem Thema berichten. Näheres finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.